Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zum ersten Kampf des Tages, zum Finale von Fallout Shelter. Wir haben heute den Kampf zwischen Deadline und No Chance. Die Werte könnten gar nicht unterschiedlicher sein bei den beiden. Der Lebensunterschied beträgt fast über 200, das heißt 250 Leben. Mit dem Schaden liegt Deadline auch vorne, 35 bis 40 Schaden, No Chance hat in diesem Falle 23 bis 26, die DPS von beiden ist schon ein kleiner Unterschied, Deadline mit 60 und No Chance mit 33, dazu kommt noch die Schadensresistenz von seinem Vogel, das heißt No Chance wird im besten Falle 22 Damage machen. Das sieht auf jeden Fall von Anfang an nicht gut aus. Der Erstschlag, den gewinnt der Deadline mit 4 Intelligenz und No Chance hat nur 2, deswegen wird Deadline anfangen. Der kritische sieht auch nicht wirklich gut aus von No Chance, denn Deadline hat eine 50%ige kritische Chance, während No Chance nur 30% hat. Zumindest beim Ausweichen hat No Chance gewonnen. Er hat zwar nur 6% mehr, aber das könnte ihm zum Sieg verhelfen, wenn er ganz, ganz viel Glück hat und ungefähr 50 Mal ausweicht. Dann schafft er es vielleicht, Deadline zu besiegen. Naja, ich würde sagen, wir gehen mal direkt in den Kampf und gucken, wie das Ganze ausgehen wird. Ich denke, jeder weiß es schon. Dennoch gucken wir uns das Ganze an. Hier kommt der Erstschlag von Deadline mit direkt einem kritischen von 124. Das tut weh. Lange wird das No Chance nicht aushalten. Vor allem, wenn er 22 Schaden in Deadline austeilt, ist das nicht wirklich viel. Aber hier kommt schon das versprochene Ausweichen von No Chance. Wenn er es jetzt noch ein paar Mal durchzieht, kann er es tatsächlich schaffen. Ich bezweifle es stark. Denn jetzt kriegt er nochmal Damage von 58. Das ist der normale Damage von Deadline. Und das tut weh. Das tut einfach nur weh. Und hier kommt der letzte Angriff, 128 Damage, ein kritischer, das war's für No Chance. Vielleicht wirst du beim nächsten Mal ein bisschen mehr Glück haben, dafür muss man eigentlich nur ein bisschen aktiver sein, die Items sammeln und schon kann man ins Finale kommen. So, wir kommen hier jetzt einmal zur Tabelle. Deadline, du kommst direkt weiter ins Halbfinale, No Chance, das war's für dich heute. Leider, 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 dennoch ein Kampf hast du gewonnen, immerhin gegen Aiden Core. Und wir sehen uns direkt um 13 Uhr zum nächsten Kampf von Kill 1414 und Muffin HD. Mal gucken, wie das ausgehen wird. Wir sehen uns, haut rein, ciao.